Hallo du, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spielerlebnis, zu einer neuen Sims-Generation mit Emotionen und anderen lustigen Sachen oder auch einfach nur zu Die Sims 4. Ja, mein Name ist Tyrafin und ich bin, wie du vielleicht schon erkennen kannst, ein wenig nervös. Denn es ist endlich soweit. Die Sims 4 ist zwar noch nicht offiziell erschienen, aber ich und einige meiner viel, viel größeren Kollegen, wie zum Beispiel Gronkh oder Honeyball, haben jetzt die Möglichkeit von Electronic Arts erhalten, uns das Spiel 3 Tage vor Release schon einmal ein wenig anzuschauen, erste Eindrücke zu sammeln. Und da ich mir dachte, okay, mit wem könnte ich denn meine ersten Eindrücke besser teilen als mit euch, nehme ich das Ganze jetzt natürlich auf. Ich bin super hibbelig, ich bin eben im Wohnzimmer ohne Scheiß 5 Minuten rumgerannt und habe geschrien, Sims, ja! Und mein Freund dachte sich nur so, oh Gott, ist die völlig Banane. Ja, also bei meinem Freund bin ich jetzt die verrückte Irre, aber bei euch hoffentlich diejenige, die euch Sims zeigt. Ist mir eigentlich völlig egal und ich starte jetzt, ach, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt endlich. Und da ich mir dachte, Roy Benarla. Genau das dachte ich mir. Renoy Benola. Nein, ich dachte mir, dass sicherlich einige von euch schon die Create a Sim-Demo von Die Sims 4 gespielt haben und somit grundsätzlich wissen, wie der Create a Sim-Modus funktioniert, dass ich diesen nun in diesem Part hier nicht zeige. Ich habe nämlich jetzt, bevor ich hier angefangen habe, habe ich mir nämlich meine Familie erstellt bereits und die auch schon fertig gemacht, soweit, damit wir jetzt sofort in das richtige Spiel, in den Gameplay-Teil starten können. Das hier ist übrigens, falls ihr noch nicht die Demo gespielt habt oder gesehen habt, die Galerie. Das ist sozusagen der neue Exchange. Dort könnt ihr eure Kreationen online stellen, könnt sie teilen mit anderen Leuten, könnt andere Kreationen runterladen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, wie das aus dem Exchange noch funktioniert. Und ich bin wirklich gespannt, wie das werden wird dann später. Ich habe mir, wie gesagt, meine Familie jetzt schon erstellt. Die gibt es in separaten Parts zu sehen, die jetzt hier nach diesem hochgeladen werden. Aber ich dachte mir, wir beginnen unser erstes Let's Play dann wirklich direkt mit dem Gameplay, unseren ersten Part. Und die anderen können sich ja dann gerne auch noch, die es interessiert, den Create-a-Sim-Modus angucken, wie ich die beiden erstellt habe und was es so für neue Klamotten gibt und so weiter und so fort. So, jetzt aber erstmal kleine Einführung, denn ich muss euch ja vielleicht auch die Sims vorstellen, mit denen ich spiele. Das hier ist die gute Allison Campbell. Sie ist gerade vom Land in die Stadt gezogen, also ne, typisches Aschenputtel-Märchen mehr oder weniger. Naja, so viel Aschenputtel ist das nicht, aber ist egal. Sie will das Aschenputtel-Märchen haben, sie will ihren Traumprinzen finden, sie will einfach neue Bekanntschaften machen, Partys und so weiter und so fort. Sie hat das Bestreben, dass sie Kreativität ausleben möchte, und zwar möchte sie eine Bestseller-Autorin werden. Ich denke, die Bestreben, damit könnt ihr etwas anfangen, das sind einfach die neuen Lebenswünsche, die es in Die Sims 4 gibt, und davon gibt es insgesamt 10, die aber nochmal unterteilt sind in 2 bis 3 Unterkategorien sozusagen, also um die Hauptwünsche. Ich habe ihr den Bestseller-Autoren-Wunsch gegeben und dann auch noch verschiedene Merkmale. Kennen wir ja auch schon alles von Die Sims 3, und zwar das Merkmal gesellig, viel Fraß und Musikliebhaberin. Natürlich gibt es noch einige andere, die ihr dann verwenden könnt, dazu aber in dem Create-a-Sim-Modus mehr. So, dann habe ich ihr, glaube ich, noch den femininen Gang gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja auch eine Neuerung von Die Sims 4. Solltet ihr auch kennen, dass die Sims verschiedene Gangarten an den Tag legen können. Der David, das ist David Smith, ja. Mega einfallsreicher Name, ich weiß. Aber völlig egal. Der gute David ist nämlich der beste Freund von unserer Allison. Er ist ein komplett unscheinbarer Typ. Anscheinend, hat er so nichts wirklich Interessantes an sich. Wenn man aber auf den zweiten Blick hinsieht, sieht man, dass er doch schon so das ein oder andere Tattoo hat und eventuell doch ein bisschen mysteriöser ist, als es den ersten Anschein hat. Ich habe mich bewusst, falls ihr mich schon von meinen Sims 3 Let's Plays kennt, habe ich mich einfach bewusst von meinem Sims 3 Let's Play distanziert, jedenfalls was die Familien angeht, damit ich einfach wirklich in dieser Generation komplett von vorne anfangen kann und nochmal hier alles neu mache. So, er hat den federnden Gang, das Bestreben Wissen
und das Unterbestreben Nerd hören. So, er ist kreativ, ist ein wahrer Bro und möchte natürlich ein absoluter Geek sein und werden. So, und mit diesen Attributen, mit diesem Bestreben, mit diesen Lebenswünschen, mit diesen Merkmalen, mit diesen beiden Sims starte ich in mein allererstes Abenteuer in die Sims 4. Und ich hoffe natürlich, du bist jetzt mit dabei und ihr wisst gar nicht, wie freudig erregt ich gerade bin. Ich bin zwar schon ungefähr hier mal hingekommen, aber ich will euch natürlich alles jetzt ganz langsam zeigen. Spielwelt nutzen. In Welten verwalten kannst du alle Grundstücke verändern und die Lebenssimulation aller Bewohner der Welt beeinflussen. Wir geben dir einen kleinen Überblick. So, wir können zwischen zwei verschiedenen Welten hin und her switchen, und zwar einmal Willow Creek und einmal Oasis Springs. Und das ist ja vielleicht auch, einfach jetzt kommt hier einer der Kritikpunkte natürlich auf, die nicht mehr offene Welt. Aber ich habe euch versprochen, dass ich mich in dieser Hinsicht wirklich einfach mal überraschen lasse und dort völlig unvoreingenommen rangehen will. So, und wir suchen uns jetzt erstmal hier in Willow Creek ein wunderschönes Plätzchen. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen zu Anfang die knarrende Hütte oder vielleicht doch zum einsamen Bächlein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Mauerblümchenhügel klingt natürlich auch schön. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal zum einsamen Bächlein. Das klingt eigentlich ganz schön. Wir haben insgesamt 22.000 Simoleons zur Verfügung. Können zwischen möbliert, nicht möbliert und Grundstück planieren wählen. Und ich würde sagen, wir ziehen in ein möbliertes Heim. Oh Mann, ich bin jetzt schon so mega aufgeregt, das glaubt ihr gar nicht, verdammt. So, über die Zeitsteuerung kannst du das Spiel pausieren, beschleunigen, verlangsamen oder ganz normal voranschreiten. Ich denke, das wissen wir ja nun alle. Diese Tipps habe ich mir teilweise schon mal so ein bisschen angeguckt, deswegen kommen jetzt nicht mehr alle. Aber ich werde natürlich gucken, dass ich euch so viel wie möglich jetzt einfach zeige. So, diese M-Funktion, die wir vorher immer zum Angucken der Karte genutzt haben, gibt es hier natürlich auch. Aber es ist jetzt so wirklich, dass man sich so dann diese Karte angucken kann und nicht mehr in diesem Altbekannten, dass man über der Stadt schwebt. Also macht man jetzt eigentlich auch, aber man macht das so ein bisschen anders halt einfach. Und zwar, dass man sich dann hier die einzelnen Grundstücke anschauen kann. Und davon gibt es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 in Willow Creek. In Oasis Springs gibt es vielleicht ein bisschen mehr, genauso viel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier sind dann verschiedene Orte in diesen einzelnen Gebieten, zum Beispiel hier Gut Eichenhof, hier ist das Städtische Museum, dann haben wir auch noch den Nachtclub, ein Fitnessclub und die Bibliothek, genauso wie wir hier einen öffentlichen Park haben. So, reisen möchte ich jetzt gerade nicht, deswegen gucke ich jetzt erst einmal hier, was meine Sims eigentlich von mir wollen. So, ein Sim, der okay ist, fühlt sich allgemein wohl in seiner Haut. Probiere ein paar Dinge aus und warte ab, was geschieht. Okay. Das ist jetzt natürlich das Spannende. Wie funktioniert das mit den Emotionen? An das neue Interface muss man sich eventuell ein wenig gewöhnen. Okay, ich habe voll alles verstanden. Multitasking. Sims sind jetzt multitaskingfähig. Das bedeutet, dass sie nicht mehr auf nur eine Interaktion zur gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche dich beim Trainieren zu unterhalten oder fernzusehen. So, wir denken gerade an Bücher zu Ende lesen und wähle ein Buch aus dem Bücherregal und lies es und an eine Mahlzeit kochen, weil ein Vielfraß ist. So, David hat seine Charisma-Fähigkeit verbessert und macht nun häufiger erfolgreiche Witze. Na, da ist er immerhin besser als ich. Außerdem erfährt er schneller etwas über andere Sims. In höheren Leveln werden weitere Interaktionen freigeschaltet. Okay. Sehr schön. Gut, das schalten wir mal aus. Dann gucken wir mal hier. So, Sim haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnissen gründet. Sie treffen Entscheidungen, die dich überraschen, erfreuen und manchmal auch verblüffen werden. Gut, dass sie selbstständig sind, das wissen wir. Mit Gefühlen spielen. Und jetzt wird's nämlich richtig interessant. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben in kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. So,
Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert, damit er inspiriert wird. Huh, mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreativen Tätigkeiten nachgehen. Wie zum Beispiel malen, wenn wir jetzt hier was zu malen hätten. So, wir sind nun inspiriert. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Positive Gefühle bringen große Vorteile für deine Sims mit sich. So. Inspirationsschub. Dein Sim verspürt einen plötzlichen Inspirationsschub. Oh, für 3 Stunden ist er inspiriert. Die Laune deiner Sims gründet auf seiner aktuellen Emotion. Launen sind die Wünsche deiner Sims. Fahre mit der Maus über die Laune, um mehr darüber zu erfahren. Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen. So, wir möchten kochen. Eieieiei. Okay, dann gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Ich lasse jetzt erstmal das Tutorial an. Wir haben hier auch nicht mehr diesen Kopf gerade, der dort mitfährt. Das hatten wir ja in den anderen Spielen, in den anderen Generationen immer so. Aber hier anscheinend nicht mehr. Und wir gucken nun erstmal, was wir kochen können. So, ich würde sagen, ein Hamburger, oder? Ein Hamburger sieht lecker aus. Und dann versuchen wir es einfach mal. Mal gucken, wie das wird und ob es überhaupt kochen geht. Kuchen backen. Ja, fast. ja, Kuchen backen ist zwar jetzt nicht so ganz das, was ich haben wollte, aber okay, wir gucken halt immer noch diesen Sportkanal, das habe ich jetzt mal weggeklickt. Denn das ist schon ein anderes Interface, das ist schon ein anderes Spielgefühl, wie man sehen kann. Denn es ist einfach hier, ne, es ist nicht mehr diese Wunschleiste hier unten und so. Man muss jetzt alles sich so ein bisschen wirklich nach und nach aneignen. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen auch ganz langsam Schritt für Schritt machen. So, Allison hat die Kochfähigkeit erworben. Mit ihren neuen Kochfähigkeiten kann Allison jetzt köstliche, schnörkellose Klassiker zubereiten. Mmm, lecker. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Okay, und David dort hinten, der meckert ein bisschen, der ist glücklich. Tolles Gefühl, wegen erfüllten Bedürfnissen. Okay, und das hier sind dann, ja, so die Wünsche, was wir sonst immer hatten. Da denkt der David gerade dran. Oh, David ist ein Bro. Bros sehen gern Sport, halten sich in der Gegenwart anderer Bros auf und kennen sich voll aus. David ist Barney Stinson heiß. Dein Sim hat die Kochfähigkeit erlangt. Es gibt noch viele andere Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Öffne dieses Fenster, um mehr über Fähigkeiten zu erfahren. So, Charisma. Geil. Du kannst mehr über eine Fähigkeit und den aktuellen Fähigkeitenlevel deines Sims erfahren, indem du über den Namen der Fähigkeit im Fenster fährst. So, in Konversationen sind Charisma-Fähigkeiten von großem Vorteil. Ich denke, die ersten Folgen werden 4 Lektionen Wow, das ist nun wirklich ein Wow. Hamburgerkuchen. Hart. Der sieht ja nun wirklich... Alter, das ist ein... Wir haben den Hamburgerkuchen. Hatte ich echt Hamburgerkuchen? War das wirklich ein... Tatsächlich. Ich kann nicht lesen, alles klar. Wir haben jetzt einfach mal einen Kuchen zubereitet, sehr schön. Ich nehme mir mal ein Stück, weil unsere gute Allison ist sowieso der absolute Vielfraß. Da ist es völlig egal, ob sie jetzt Hunger hat oder nicht. So, ich gucke einfach mal. So, dann das nächste Level. Negative Gefühle. Die Gefühle deiner Sims beeinflussen ihr Leben auf ungeahnte Weise. Wir zeigen dir, wie das funktioniert. Sims erhalten Stimmungen von den Dingen, die ihnen widerfahren. Fahre über schmutzig, um mehr darüber zu erfahren. So, dein Sim fühlt sich aufgrund seiner Hygiene unwohl. Er stinkt. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Okay, dann lass mich mal hier gucken. Da, schmutzig. Ja, da geht's auch schon duschen. Hallo. Ach, guck mal, der Kameramodus funktioniert hier auch ganz wieder normal mit der Tabulator-Taste. Oh. Scherzo. Ach, ist das schön. Es ist wirklich so super. So, mein Sim fühlt sich immer noch unwohl. Ja, das habe ich jetzt nun auch mitbekommen. So, wir müssen mal gucken, was, also duschen, das, ihr seht jetzt auch hier gerade unten die Zeit, die sie braucht, um duschen zu gehen. So, ich guck mal gerade und wir verlieren gerade unseren Inspirationsschub. Ich gucke jetzt mal gerade, was es hier noch so gibt, die Beziehungen, während sie sowieso duschen geht. Hier haben wir also den David, da können wir dann auch gucken, hier Arbeit, Freunde und so weiter, wahrscheinlich auch wieder alles eingeteilt. Die Karriere haben wir gerade noch nicht. Und das hier ist unser Bestreben, dass wir 2 Bücher schreiben und dann anscheinend schon die ultimative Bestseller-Autorin sind. So, okay. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder eine ganz normale Stimmung erhalten.
Klicke auf die Dusche. Das habe ich gemacht. Alles dementsprechend geht es jetzt schon duschen. So, und hier kommt endlich mal die Bedürfnisleiste. Die habe ich eben schon gesucht. Hier ist sie auch. Da sehen wir, das ist ganz normal bei Sims, ne? Blase, natürlich Toilette, Harndrang, Spaß, Hunger, Sozial, Energie und Hygiene. Das ist also alles so geblieben, wie es sein sollte. Haben wir da noch mehr? Nö, das ist wirklich das, so wie wir es kennen. Aber das ist schon cool, ne? Wie sie dann... Also, ich muss wirklich sagen, bisher bin ich... Ich bin so ein bisschen geflasht. Nom, 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 nom. Man ist so ein bisschen geflasht, jetzt einfach das komplett neu zu erleben. Ich denke, das wird eine ganze Weile dauern, bis ich da mal irgendwas hinkriege. Jemanden kennenlernen und Bücher zu Ende schreiben. Wir plaudern gerade während des Essens mit David. Und David möchte ziemlich lecker, das war ein recht köstliches Gericht und Hochgefühl wegen erfüllten Bedürfnissen. So, und David ist kreativ. Kreative Sims finden häufig ins... What the fuck? Was war denn das? Was ist mir da gerade ins Bild geflogen, eine Fledermaus? So, können Sie kreative Aktivitäten... Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ich würde mir nämlich... Warte mal, okay, das ist die Simologie. Ich würde gerne mal gucken, wie ich in den Baumodus komme. So, Baumodus dort oben. Willkommen im Baumodus von The Sims 4, der leistungsstärker und leichter zu bedienen ist als je zuvor. Mit ein bisschen Unterstützung wirst du in kürzester Zeit fantastische Häuser und Gebäude gestalten. Ja, ich nicht. Ich bin nämlich eine echt super krasse Niete, was das angeht. So, dies ist das Baumenü. Hier findest du Baukomponenten wie Zimmer, Wände, Tapeten, Treppen oder Fundamente. So, aber ich suche eigentlich erstmal nur, hier sehen wir den Kaufmodus, Objekte nach Zimmer mit, oder ist es? Nee, einfach nur echt Objekte nach Zimmer. Ach, tatsächlich, doch, ist Kauf- und Baumodus halt in einem. Und Objekte nach Funktionen, das kennen wir ja schon. So, suche nach einem Sofa. Sofas. Perfekt. Du kannst Objekte auch im Haushaltsinventar platzieren, was besonders im Falle eines Umzugs nützlich ist. Öffne das Haushaltsmenü. Hier kannst du die Sichtbarkeit der Wände, das angezeigte Stockwerk oder die Kameraeinstellung verändern. Klicke auf die Buttons, um die Wand- oder Kameraeinstellung zu ändern. Ah. Zimmer bauen. Es gibt sehr viele Tools, die dir dabei helfen sollen, rasch ein großartiges Haus für deinen Sim zu errichten. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige dieser Tools. Jetzt hier ein ganzes Tutorial. So, gestaltete Zimmer. Unter gestaltete Zimmer steht dir eine Auswahl vorgefertigter Zimmer wie Küchen oder Badezimmer zur Verfügung. Von hier aus kannst du auch neue Zimmer bauen. Ja, das kenne ich ja, ne? Sehe ich, ne? Hier, tolles neues Zimmer. Yay, ein Traum aus Linoleum. Ja, genau so ist es richtig. So, aber ich würde mir grundsätzlich einfach gerne mal ein Radio kaufen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, in unserer Küche fehlt so ein bisschen das Radio oder allgemein hier bei uns. Deswegen kaufe ich mir mal eben die Kabum-Box. Ich werde nachher die Tutorials auf jeden Fall weiterverfolgen. Aber jetzt erstmal möchte ich grundsätzlich in den Live-Modus gehen und dort gucken. Karrieren. Eine berufliche Tätigkeit ist der beste Weg für Sims, die neu in der Nachbarschaft sind, sich ein Einkommen zu sichern. Irgendwie müssen die Rechnungen ja bezahlt werden. Sims besitzen Simoleons, mit denen sie neue Haushaltsobjekte kaufen oder Aktivitäten finanzieren können. Ah ja. Hohoho. Hört, hört, ja, liebe Freunde. So, mit dieser Leiste findest du alles, was du über Karrieren wissen musst. Wir können nun einen Job suchen. So, und ich würde mal sagen, dass wir das auch jetzt glatt machen. Nicht, dass wir dann nachher ohne Job hier dastehen. Und er benutzt natürlich sein Smartphone. In der heutigen Zeit ist das... Was macht er da? Spielt er da Pac-Man? Er soll sich einen Job suchen. So, jetzt können wir nämlich verschiedene Stellenangebote durchgehen. Unter anderem Maler, der Technikguru, Astronaut, Entertainer, Schriftsteller, Leckermaul, Verbrecher und Geheimagent. Das ist ja geil. Oh mein Gott, ist das cool. So, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Erschaffe deine eigene Welt mit ein paar Pinselstrichen. Sichere dir mit hyperreellen oder abstrakten Meisterwerken unfassbare Schönheit, deinen Platz in der Kunstszene. Oh je, das ist Technikguru. Aber am coolsten finde ich bis jetzt immer noch den Geheimagenten. Führe als Geheimagent ein Leben im Schatten. Dringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. So, Diamantenagent und Schurke können wir dort als Berufszweige wählen. Wir sehen auch direkt, wie viel wir hier pro Stunde bekommen.
was gesucht wird. Denn das ist eine, ich weiß nicht, ja, das ist, glaube ich, dann, hier fängt man halt an. So heißt dann der erste Berufsaufstieg halt, beziehungsweise so heißt die erste Ebene des Jobs, Schriftstellerassistent und so weiter und so fort. Entertainer. Ich würde mal meinen, dass ich, Leckermaul ist halt auch cool, ne? Aber ist halt wirklich gastronomischer Bereich. Ich würde mal einfach sagen, dass ich eventuell mit unserem süßen Geek die Technik-Guru-Karriere wähle. Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit deinem riesigen Gehirn ja wohl hinbekommen. Na, ich hoffe doch. So, berufstätige Sims haben Ziele, die sie abschließen müssen, um befördert zu werden. Beförderungen bringen mehr Geld in die Kasse und eröffnen interessante Karrieren. So, oh Gott. Ideale Stimmung ist konzentriert. Oh, wow, wow. Also das wird auf jeden Fall, denke ich mal, hier eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich werde jetzt auch hier erstmal einen kleinen Cut machen und mich vielleicht nochmal selbst ein bisschen zurechtfinden müssen. Das Ganze jetzt, die ersten Parts werden wahrscheinlich sehr aus diesem Tutorial bestehen, weil ich das auch nicht wegklicken will, weil in dieser neuen Generation ja wirklich einiges Neues und dann nachher stehe ich dann blöd da und denke mir so, hä? Wie geht denn das? Deswegen mache ich das jetzt erstmal so hier, diese Tutorials. Ich hoffe natürlich, du hattest Spaß beim ersten Part. Ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen und vielleicht auch schon über einen Kommentar, wie du denn bisher die Sims 4 so findest, den ersten Eindruck. Was siehst du denn? Was hältst du denn davon? Wie gefällt dir die Nachbarschaft? Wieso sind deine Sims jetzt gerade nicht hier? Und wieso bin ich so alleine? Nee, aber wie gefällt dir denn das Spiel bisher? Bist du sehr positiv aufgeschlossen? Wartest du noch ab? Ich würde mich natürlich über deine Kommentare freuen und die gute Allison sowieso. Ich wünsche dir nur noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Die Sims 4. Bis dahin, ciao!